5 Tage Maskenpflicht liegen hinter uns. Bestimmt eine sinnvolle Sache, aber man muss sich schon dran gewöhnen, oder? Ich finde schon. Ständig beschlägt einem die Brille und ich weiß plötzlich, wie mein eigener Atem riecht. Eine Erfahrung, auf die ich gern verzichtet hätte. Trotzdem führt kein Weg dran vorbei. Die Stadt Jena hat als Maskenpflichtvorreiter die Zahl ihrer Neuinfektionen quasi auf Null gedrückt. Und wer weiß, vielleicht wird die Maske sogar zum Trendaccessoire des Sommers. Eine schlichte Maske, für viele keine Dauerlösung. Da muss was Besonderes her. Ja, was Fröhliches, vielleicht auch mit Aufdruck, so Totenköpfe oder so, ne? Eben, irgendwas Fröhliches mit Totenkopf. Warum nicht? Wenigstens haben wir jetzt klare Verhältnisse. Maskenpflicht in Geschäften und öffentlichen Verkehrsmitteln. Punkt. In ganz Deutschland. Klar, muss man zugeben, die Handhabung ist nach wie vor nicht ohne. Hier ist Buten und Binn. Moin erstmal. Ich befreie mich mal kurz hiervon. Ups, denn die Brille beschlägt. Da sehen Sie mal, was das für Probleme mit sich bringt. Ja, beim Brille wieder aufsetzen hat er sich übrigens beide Augen ausgestochen. Nicht schön. Bis zum 10. Mai bleiben die Kontaktbeschränkungen bestehen. Das ist natürlich bitter für alle Selbstständigen, die schon kurz vor der Pleite stehen. Die Rezession kommt und sie wird fies. Das ist so. Rund 10 Millionen Deutsche sind jetzt schon in Kurzarbeit. Und Fernsehgucken macht leider auch nur noch depressiv. Die Bundesregierung rechnet mit der schlimmsten Rezession der Nachkriegszeit. Schlimmer als die Finanzkrise 2008. Rund 370.000 Arbeitsplätze könnten verloren gehen. Das ist die schärfste Rezession, die wir wohl in Friedenszeiten jemals hatten. Und jetzt wünsche ich Ihnen einen schönen Abend. Ja, wir haben halt versucht, ein fröhliches Ende dran zu schneiden, jetzt wo alles den Bach runtergeht. Ein Drittel der deutschen Unternehmen kann laut IFO-Institut noch maximal 3 Monate durchhalten. Wobei es natürlich auch Branchen gibt, die von dieser Krise profitieren. Der Umsatz von Wein, Bier, Schnaps in den Geschäften ist stark gestiegen. Es gibt viel Distanz. 50% mehr Videotelefonate und 50% mehr verkaufte ferngesteuerte Vibratoren. Ferngesteuerte Vibratoren? Warum? Wie funktioniert das? Ich meine, schicke ich den dann von hier aus ferngesteuert zu mir nach Hause oder was? Ist mal ehrlich, ich verstehe es absolut nicht. Was ist das für ein Produkt? Aber zurück zur Wirtschaftskrise. Langsam wird klar, die Herren Scholz und Altmaier werden mit ihrem Haushalt wohl doch nicht alle retten können. Ja, so reich sind selbst wir nicht. Umso wichtiger, dass die Staatskohle einigermaßen gerecht verteilt wird. Während zum Beispiel Gastronomen nur eine Mehrwertsteuersenkung kriegen, was bei 0 Euro Umsatz auch nur so mittelhilft, kriegt die Autobranche Kurzarbeitergeld und schüttet gleichzeitig Milliardendividende an ihre Aktionäre aus. Wenn man auf die Kaufanreize vom Staat mit Steuergeldern pocht, wenn man 10.000 Mitarbeiter in Kurzarbeit hat, müsste man da nicht auch Dividenden, vielleicht sogar auch Bonuszahlungen kürzen? Ja, als letztes Mittel werden wir uns das sicherlich auch noch überlegen. Ja, aber wirklich nur als allerletztes Mittel. Aktionären was wegnehmen, das möchte man nicht. Ähnlich dreist tritt gerade nur die Lufthansa auf. Ja? Im Moment mehr so die Bodenhansa. Der Kranichverein hier hat eine Tochterfirma auf den Kaimaninseln, außerdem Ableger in mehreren Steueroasen. Und jetzt soll derselbe Staat, dem man so kreativ Steuern vorenthält, gefälligst mit 10 Milliarden einsteigen. Lufthansa. Die Lufthansa kann sich doch selber retten. So wie die ganzen armen Restaurantbesitzer das jetzt machen müssen. Und zwar mit Lieferdienst, ja klar. Zu den Leuten nach Hause gehen und das labbrige Brötchen aus der Bordküche servieren? Plus den ekelhaften Tomatensaft. Oder sind die sich zu fein dafür? Hä? Lufthansa, du. Angesichts der kommenden Rezession, kein Wunder, dass Deutschland gerade vermehrt über Corona-Maßnahmen streitet. Zu locker oder noch nicht locker genug? Lockerster Lockerer von allen, quasi der Leader der Lockerlasser, ist jedenfalls Armin Laschet. Der Hobbit aus dem Aachener Auenland hat in diesen Tagen tatsächlich eine ganz neue Rolle für sich entdeckt. Wir brauchen die Stufen, wie wir wieder zurück ins Leben kommen. Zurück wieder ins soziale und öffentliche Leben. Eine Aussicht auf Normalisierung. Wie kommen wir aus dieser Situation wieder heraus? In eine neue Phase unseres Miteinanders und nicht über Monate das ganze Land lahmlegen. Leute, werdet doch mal wieder normal. Et Armin, der steht voll im Saft. Das Virus wird jetzt abgeschafft. Tete. Ja, Lockdown verursacht schlimme Kollateralschäden, keine Frage. Nur der öffentlich ausgetragene Lockerungsstreit unter unseren Politikern hat eben auch Nebenwirkungen. Aktuelle Daten beweisen, die Deutschen haben wieder mehr Kontakte und fahren ihr Sozialleben hoch. Frage, macht der Armin das vielleicht auch, um sich gegen einen anderen Alpha-Rüden zu profilieren?
Kann das sein? Nur mal so als Frage. Ich fürchte ja, richtig locker wird es eh erst mit Impfstoff oder wenn wir es schaffen, alle Infektionsketten nachzuverfolgen. Das versuchen wir im Moment nämlich noch, ich sag mal, oldschool. Heißt, Mitarbeiter des Gesundheitsamts, die heißen Containment Scouts, rufen Kontaktpersonen an. Oder faxen, keine Ahnung. Diese Ämter wurden über Jahre runtergespart. Jetzt helfen Studenten beim Telefonieren. Ach ja, und der Hausmeister. Aber Hausmeister Bodo Bock bleibt gelassen. Also die Leute hier in Trier nehmen sich das wirklich zu sehr zu Herzen, bin ich der Meinung. Also die schieben manchmal in Panik. Und da musste ich ja die Leute regelrecht beruhigen schon. Ich sage, das läuft alles seinen Gang. Genau, das läuft alles seinen Gang, wie man in Trier sagt. Übrigens, Ärzte beim Gesundheitsamt verdienen im Schnitt so wenig wie ein Anfänger im Krankenhaus, in der Klinik. Ja, könnte erklären, warum da lange keiner hin wollte. Die müssen es jetzt richten, weil die tolle Corona-App immer noch nicht fertig ist. Sollte ja nach Ostern kommen, ist immer noch nicht fertig. Dabei haben wir diese App doch von den Besten der Besten testen lassen. Die funktioniert so. Über Bluetooth erkennen sich Smartphones untereinander. Sie speichern anonym, welchen Handys sie zumindest für ein paar Minuten näher als 2 Meter kommen. Schon vor einigen Wochen konnte die Bundeswehr diese Technologie testen. Cool, getestet von der Bundeswehr. Heißt, die App wird weder fliegen noch schießen können. Aber muss sie ja auch nicht. Leider kommt sie wohl frühestens, heißt es jetzt, Ende Mai, vielleicht sogar erst im Juni. Und auch wenn man sich zum Glück für eine dezentrale Speicherung entschieden hat, der wochenlange Zoff über Datenschutz war eher kontraproduktiv. Denn so eine App braucht ja vor allem Vertrauen. Ja, Vertrauen. Wie kriegt man jetzt genug Deutsche dazu, die freiwillig zu installieren? Ich sage, da ist aggressives Marketing gefragt. Till Reiners hat den wichtigsten neuen Job nach Containment Scout. Er ist Tracing App Promoter, zu Deutsch Blödmannsgehilfe. Olli, ja komm mal ran. Ist echt wenig Laufpublikum hier. Ja, du bist heute mein erster Kunde, Olli. Ja, ich sag mal Olli, ja. Ich bin der Tracking-Till. Ich habe heute was ganz Feines für dich. Eine App, die weiß, wo du bist, die weiß, wen du triffst. Eine App, die sagt dir, Olli, geh heute mal nicht auf illegale Schaumparty. Das ist bah, da sind Leute, die sind bah. Ganz wichtig, die App macht nur Spaß, wenn alle mitmachen. Ist wie im Swinger-Club. Ja, ich bin gar nicht so der Swinger-Typ. Ja, so siehst du auch aus. Ja, aber mit der App ist selbst ein Langweiler wie dir nicht langweilig. Denn die hat einen Spielemodus. Corona Mongo. Das ist das neue crazy Handy-Game für kleine Denunzianten von 8 bis 80. Finde Infizierte aus deiner Nachbarschaft. Da ist einer. Erwischt. Sammel alle Kranken ein und spiele neue Level frei. Ja, das ist deutsche Detektivarbeit. Das ist in der Genetik verankert. Und wenn du auf Zack bist, bedeutet das Gewinne, Gewinne, Gewinne. Ich sag nur, beutelloser Staubsaugerroboter. Und wenn du es jetzt installiert, gibt's on top unser komplettes App-Paket mit dabei. Hab ich gerade App-Paket gesagt? Ja, bin ich denn wahnsinnig? Hab ich ein Ei am Wandern? Ja, sicherlich. Der Chef guckt gerade nicht zu, weil du USBs. Erstens die Daydrinking-App. Die App merkt, wenn ich die erste Flasche Bier aus dem Kasten hole und bestellt automatisch einen komplett neuen Kasten. Nein, sag jetzt nichts, Olli, das war erst die erste App. Nein. Ja, doch, ich muss bekloppt sein. Obendrauf gibt's noch die Lockdown-Food-App. Man kennt das, du warst wieder besoffen einkaufen. Und erst beim Kochen merkst du, scheiße, ich habe aus Versehen nur Gesundes gekauft. Kein Problem, mit der Lockdown-Food-App sieht Gemüse aus wie richtiges Essen. Aha. Und sagen Sie mal, was ist denn mit Leuten, die gar kein Smartphone haben? Ja, die sind alt. Im Zweifel ist bei denen das Virus schneller als Glasfaserkabel. Kleiner Spaß. So, Freunde, ich mach's kurz. Entweder alle holen sich die App oder wir machen so lange Lockdown, bis der Impfstoff kommt. Olli, wie lange willst du denn 5000 Teile-Puzzle mit deiner Familie machen? Komm, Olli, unterschreiben jetzt. Ein Mann, ein Wort, du willst es doch aus. Schieß mir ins Gesicht. Ach, ich weiß nicht. Ja, okay, dann lege ich noch diesen von Jens Spahn handsignierten Eierschneider oben drauf. Und jetzt kommst du. Ich bin dabei. Till Reiners. Nein, ich mache hier gar nichts mehr, bevor ihr nicht den Kanal abonniert und ein Like da lasst. Ich hab die Schnauze voll. Ja, los! Lasst ein Abo da!